Schon mal drüber nachgedacht? Wir sind die einzigen Tiere auf dem Planeten, die ein Kinn haben. Nur wir Menschen. Primaten besitzen keines und sogar unsere engsten ausgestorbenen Vorfahren, die Neandertaler, hatten kein Kinn. Oder aber es wurde einfach von ihren prächtigen Bärten verdeckt. Die Wissenschaft hat einige Theorien dazu, warum Menschen ein Kinn besitzen. Zuallererst geht man davon aus, dass dieser Extraknochen uns dabei helfen könnte, die reibungsvolle mechanische Bewegung des Kauvorgangs abzudämpfen. Aber wären wir wirklich auf Hilfe beim Kauen angewiesen, hätten wir wahrscheinlich noch mehr Knochen im Kiefer drin, nämlich irgendwo nahe der Zunge und nicht unterhalb des Kiefers. Schimpansen zum Beispiel haben einen zusätzlichen Knochen im Unterkiefer, der von der Zunge abgewendet ist. Sowas haben wir nicht. Eine zweite Theorie besagt, dass das Kinn uns beim Sprechen hilft. Einige Wissenschaftler behaupten, der Knochen fungiere dabei als eine Art Verstärkung. Wie auch immer, so viel Kraft beim Reden brauchen wir eigentlich gar nicht. Naja, die einen mehr, die anderen weniger. Drittens könnte das Kinn auch ein Anziehungsmerkmal im Sinne der Partnersuche sein. Ja, manchmal fällt mir dabei schon die Kinnlade runter. Oder aber es ist die Folge davon, dass unser Schädel immer kleiner wird. Würde auch erklären, weshalb unser Mundwerkzeug nicht ganz so robust ist wie das unserer ausgestorbenen Vorfahren. Als die sich weiterentwickelten, das Feuer entdeckten und anfingen, ihr Essen zu kochen, brauchten sie keine starken Kiefer mehr, da das Essen ja nicht mehr so schwer zu kauen war. Elefanten haben so etwas Ähnliches wie unser Kinn. Doch ihr Kinn hat einen Sinn, weil sie eine große Unterlippe mit nur sehr wenigen Zähnen haben. Das ist keine knöcherne Verwölbung, so wie bei uns. Aber lass das Kinn nicht hängen. Bleib auf der Sonnenseite. Unsere Zellen sind übrigens so klein, dass 10.000 von ihnen locker in einen Nadelkopf passen würden. Das menschliche Gehirn hat eine beachtliche Gedächtnisleistung. Es umfasst ungefähr 100 Milliarden Neuronen. Um die alle zu zählen, bräuchtest du 3.000 Jahre. Also vertrau mir einfach. Könnten wir eine Erinnerung in jedem Neuron speichern, würde unserem Gehirn der Platz ausgehen und wir hätten begrenzten Speicher, so wie auf einem USB-Stick oder einem alten iPod. Also ja, irgendwann kann unser Gehirn einfach voll werden. Ha, aber nicht meins. Neuronen sind miteinander verknüpft, und zwar durch jeweils 1000 Verbindungen. Auf diese Weise steigt unsere Gedächtniskapazität exponentiell an. Das ist zwar schwer messbar, aber es könnten Millionen von Gigabyte sein. Wäre unser Gehirn ein digitaler Videorekorder, könnte er 3 Millionen Stunden deiner Lieblingsserien aufnehmen. Dafür müsstest du deinen Fernseher allerdings ganze 300 Jahre laufen lassen. Immer wenn wir lachen, überlegen, etwas angucken, träumen, uns bewegen oder irgendetwas mit unserem Körper machen, flitzen kleine elektrisch-chemische Signale durch die Neuronenverbindungen. Unser Gehirn ist immer aktiv und manchmal ist es sogar aktiver, wenn wir schlafen, als wenn wir wach sind. Ach ja, Neuronen produzieren und senden mehr Informationen aus als alle Telefone der Welt. Ein Neutron allein kann nicht viel Elektrizität erzeugen, doch alle zusammen könnten eine ganze Glühbirne zum Leuchten bringen. Unser Gehirn ist ein zerknittertes Organ, doch würdest du es aus deinem Kopf nehmen und flach ausbreiten, wäre es in etwa so groß wie ein Kissenbezug. Okay, steck's wieder in deinen Kopf, ja? Sobald ein Insekt auf deinem Bein landet, senden die sensorischen Neuronen auf deiner Haut blitzschnell eine Nachricht an dein Gehirn. Und zwar mit 240 km/h. Das Gehirn sendet daraufhin noch viel schneller ein Signal an dein Bein zurück. Mit 320 km/h. Unser Herz schlägt in einer gewöhnlichen Lebensspanne mehr als 3 Milliarden Mal und pumpt über 1600 Liter Blut durch deinen Körper. Menschen haben einzigartige Fingerabdrücke, aber auch Koalas, Schimpansen und Gorillas. Unsere Zunge hat ebenfalls einen einzigartigen Abdruck. Und wir haben ein Kinn, haben wir ja gelernt. Wir sind auch die einzigen Tiere, die auf dem Rücken schlafen und gerade Linien zeichnen können. Und wir haben ein Kinn. Bist du bis hierhin gekommen, wurden schon mehr als 50.000 deiner Körperzellen durch neue Zellen ersetzt. Nicht gemerkt? Ja, unser gesamter Körper regeneriert sich. Nur unsere Zähne sind der einzige Teil unseres Körpers, der sich nicht selbst heilen kann. Linkshänder kauen meist auf der linken Seite, während Rechtshänder ihr Essen eher rechts zermahlen. In jedem Fall bewegen wir dabei aber unser Kinn.
Unsere Finger sind schon sehr sensibel, aber unsere Lippen noch 100-mal mehr. Eine ganze Menge Tiere können ihre Ohren bewegen, um eine Geräuschquelle zu lokalisieren. Die meisten von uns können das allerdings nicht. Deine linke Lunge ist um 10% kleiner als die rechte, da sie etwas Platz für das Herz schaffen muss. Damit passt aber auch weniger Luft rein. Deine Lungen umfassen knapp 2.500 Kilometer Atemweg und mehr als 300 Millionen Lungenbläschen, die übrigens ein Viertel eines Tennisplatzes bedecken würden, also 50 bis 75 Quadratmeter. Unsere Lunge ist das einzige Organ unseres Körpers, das auf Wasser schwimmen kann. Zehennägel wachsen 4-mal langsamer als Fingernägel. Das liegt daran, dass wir mehr mit unseren Händen anstellen, als mit unseren Füßen und Fingernägel eher in Mitleidenschaft gezogen werden. Muskel kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie kleine Maus. Als die antiken Römer ihre Muskeln spielen ließen, erinnerte sie das an eine Maus. Mein Bizeps sieht eher aus wie ein Hamster. Unser Gehirn benötigt mehr als ein Viertel des Sauerstoffs, den unser Körper zu sich nimmt. Jeder von uns hat mehr Mikroben, als es Sterne in unserer Galaxie gibt. Und das heißt mehrere Billionen. Allein in unserem Mund gibt es Milliarden von Bakterien und sogar mehr als 2300 Bakterienarten nur in unserem Bauchnabel. Immerhin sind alle Bakterien in unserem Körper so klein, dass sie gerade mal so viel wie dein Gehirn wiegen, nämlich knapp 1,4 Kilogramm. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass deine rechte Hand andere Mikroben behaust als deine linke. Mikroben bedecken unseren ganzen Körper, von Kopf bis Fuß, und ihre Vielfalt hängt von der Dicke der Haut, ihrer Feuchtigkeit, Temperatur, Textur und Zusammensetzung ab, die sich übrigens verändern kann, weil wir beide Hände für unterschiedliche Dinge benutzen. Es gibt insgesamt mehr Mikroben als körpereigene Zellen in unserem Körper. Aber keine Sorge. Sie sorgen dafür, dass unser Verdauungstrakt, Immunsystem und Gehirn normal funktionieren. Unser Geschmackssinn ist ungefähr 10.000 Mal unempfindlicher als unser Geruchssinn. Der Geschmack ergibt sich nur durch das Zusammenwirken von Geruchs- und Geschmackssinn. Wir denken immer, wir schmecken die Dinge, doch der Geruch hilft uns eher dabei zu identifizieren, was wir im Mund haben. Der Geruchssinn ist auch stark mit unseren Erinnerungen verknüpft. Bestimmte Gerüche können uns sofort triggern und starke Emotionen hervorrufen. Na, wie wär's mit Omis Schokokeksen? Die normale Herzfrequenz eines Erwachsenen liegt bei etwa 75 Schlägen pro Minute. Hörst du dir deinen Lieblingssong an oder genießt einfach nur ein bisschen Musik, kann sich dein Herzschlag mit dem Beat synchronisieren. Unsere Augen sind hinreißend. Ihr Sehvermögen ist so stark, dass wir die Flamme einer Kerze sogar aus einer Entfernung von knapp 3 Kilometern erkennen können. Im Durchschnitt hat ein Mensch so viel Fett in seinem Körper, dass er daraus 7 Seifen herstellen könnte. Unsere Nägel und Haare bestehen aus Keratin, einem Material, das wir auch in bestimmten Körperteilen anderer Tiere wiederfinden, zum Beispiel in Krallen, Hufen, Hörnern, Wolle, Fell, Federn, Schnäbeln, Schildkrötenpanzern oder Stachelschweinstacheln. Die gewöhnliche Lebensspanne einer Wimper beträgt 150 Tage, bevor sie ausfällt. Das Zungenbein, das sich in unserer Kehle befindet, ist der einzige Knochen unseres Körpers, der nicht mit anderen Knochen verbunden ist. Außerdem ist es der einzige ohne Gelenke. Von insgesamt 206 Knochen befinden sich 52 in unseren Füßen und 28 davon allein in den Zehen. Der kleinste Knochen in unserem Körper, der Steigbügel, befindet sich in unserem Mittelohr. Er ist nicht mal 0,25 Millimeter lang und von anderen kleinen Knochen im Ohr umgeben, die so klein sind, dass sie auf 1 Cent passen würden. So klein die Knochen auch sind, ohne sie könnten wir nichts hören. Unser Haar hilft uns ebenfalls zu hören. Nicht das Haar, das auf unserem Kopf wächst, nein. Unsere Hörschnecke besitzt ungefähr 15.000 mikroskopisch kleine Haarzellen. Jede noch so kleine Bewegung in der Luft wird von der Hörschnecke eingefangen und zum Hörnerv gesendet. Von dort aus gelangen die Vibrationen und Bewegungen zum Gehirn. Ab diesem Punkt können wir etwas mit dem Klang anfangen, den wir hören. Unser Körper besteht aus Sternenstaub. Viele Elemente in unserem Körper haben sich durch Supernovas gebildet. Die ersten Sterne waren Gasklumpen, die sich verdichteten und irgendwann in Flammen aufgingen. Das führte zu einer nuklearen Reaktion im Zentrum dieser Objekte. Sterne, die direkt nach dem Urknall auftraten, waren 50-mal größer als unsere Sonne. In ihnen loderte der Entstehungsprozess vieler Elemente und diese gewaltigen Sterne haben ihren Sprit schneller verarbeitet.
Die meisten in unserem Körper vorkommenden Elemente entspringen einer über Milliarden Jahre alten Entstehungsgeschichte der Sterne, älter als der Urknall. Und doch sind wir am Ende ganz alleine. Denn wir haben ein Kind.